Guten Tag Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Im letzten Part sind wir weiter durch Mondberg gekommen und jetzt... Ja, ich will den... I guess... Something, something. Josh! Jepsen? Nee. Radfratz, Level 10. Das ist kein Problem für mein Level 17, The King. Ich habe offscreen einen Trainer besiegt. Ja, auf dem Weg zurück. Der King hat ein Level bekommen. Radfratz, noch eins, das ist doch easy. Komm schon. Stirb einfach. Das tat mir leid. Das muss weh getan haben. Zubat! Okay, ja. Jetzt haben wir einen Zubat. Ich glaube, ich trinke mal schnell was. Und... läuft doch gut. I defeated young Josh. Losing stinks, it's sunk. Du bist uncool. Okay. Haben wir das auch aus der Welt geschafft. Ich hasse es. Warte mal. Und ich weiß, dass Mr. Slave ein Item hat. Take. Da immer schon. Kann man verkaufen, ist sonst noch nichts gut, glaube ich. Ich glaube, Tom ist ein Item? Ja. Mondstein. Scheiße, wichtig ist das. Wow, you shocked me. Oh, it's just a kid. Marcos. Geodude. Whip. Cool whip. Super effect. Geodude, again! Again! Yes, again. Okay. Stirb! Onyx! Okay, das ist der beste Kampf ever! Könnte sein, dass ich overlevelt bin, aber... Wer will mich stoppen? Wohl Video Level 19, krasse Scheiße hier im Dachhaus. Wow, shocked again. Du bist einfach zu schocken. Hab ich das Gefühl. Beleber, das ist ein sehr gutes Item. Wie der Name wohl sagt, es belebt Pokémon wieder. Wer hat gesagt? Back again from another Zubat. Unglaublich, dieser... Wieso bin ich gerannt? Ich glaube, ich werde jetzt auch anfangen, manche Trainerkämpfe zu cutten. Weil... alles, was ich hier mache, ist die einfach töten ohne irgendwelche Ereignisse. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich... Wow! Dass ich... nicht... notwendige Trainerkämpfe cutten werde. Ich werde sie machen, aber ich glaube, ich werde sie cutten. Ja, okay, diesen Kampf kann ich irgendwie noch drin lassen, aber... ich glaube dann... mein Huip! Okay. Mann, Bogopedia hat schon wieder Soft Level. Krass. I'm steamed! Hm. Gut zu wissen. Let's go, war. Amor, amor.
ich liebe zu... But... Nein, ich hasse es. Und wir haben einen notwendigen Trainerkampf hier. Wir, Team Rocket, sollen diesen Seelen finden. Ja, Geld. Wir wollen alle Geld. Wir sind Geldgeil. Wir sind YouTuber, ne? Oh, Radfahrt hätte ich auf der King schwitschen können. Schwitschen. Schwitzen. Ja, ja, ich hab fast kein Beinhut mehr. Jetzt kann ich auf ein Level up hoffen, welches mir Dingens bessere Grasattacke gibt, oder ich höre einfach auf Beinhut zu benutzen. Ja, whatever. Zubat, der King, das ist dein Call. So. Wow, der King hat auch schon wieder gleich Level 18. Das ist crazy shit hier hinter Haus. Ah, zu. Sag mal, ist Zubat so defensiv? Wusste ich gar nicht. Ah. Schon. Alles was du tust, ist dir selber wow, das hat sogar auf Gips gebracht. Wow, das ist... Okay, das kann man erwartet. Aber du bist tot. Oh, du King ist Level 18. 18? wo ist das Ding? Na endlich. Also Giftstachel. Ich glaube, ich hau... Überblick aus. Fokusenergie kann ja mal nützlich sein, ich weiß ja nicht, aber Giftstachel ist auf jeden Fall viel besser als andere Sachen. No, I'm mad. Okay, gut zu wissen, dass du mad bist. Der King an die Front. Oh, da geht's. Hallo, bist du schon... Hey, stopp, ich habe das übrigens hier gefunden. Sie kann beide mehr. Okay. Eigentlich will ich ja nur dran vorbei. Okay. Miguel. Was ist das für ein Name? Nigel. Ich bin mit dem Maus Nigel oder? I don't know. Peck. Ah, Pfund. Nein. Pfund. Weißt du, kannst froh sein, dass du ein Gift-Typ bist, sonst wärst du sicherlich schon vergiftet. Ja, was weiß ich. Voltball. So. Komm. Schick dein Pokéball aus deinem Pokéball. Das beste Design für Pokémon ever. Fucking great. He's charging his laser. Ein bisschen aus wie Kamehameha oder so. Aber nein, so cool ist es nicht. Es ist einfach nur, ich glaube, Stärkung der Elektrikerplatten oder so. Ich weiß nicht genau. Level 20, what the fuck, Bulbapedia, du schießt den Level hoch. Ah, Koffing! 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 God, I love coughing, hä? Level 12, wow, das... Wow. Wow. Warte mal kurz. So. Ernsthaft, wer bringt seinen Smogon Tackle? Wieso hast dein Smogon noch Tackle? Ernsthaft? Ein Smogon sollte irgendwie Explosion oder so einen Scheiß haben. Deswegen ist es toll. Natürlich. Okay. Okay, ich werde teilen. Okay. Praise the Helix! Okay. Es ist relativ aufgelegt, dass ich jetzt diese Anspielung machen muss. An Twitch Plays Pokémon. Wer das nicht kennt. Wieso kennt ihr das nicht? Naja, ja. Ah.
Ja, aber ich werde das Helix-Fossil, weil man es später wiederbeleben kann in einem Pokémon, nicht in meinem Team benutzen. Ich nehme es einfach nur, weil Praise the Helix, aber da. Noch schnell, hier sind zwei Typen. Der eine bringt einem Pokémon Mega Punch bei. Nichts von mir kann es lernen. Und der bringt einem Mega Kick bei. Ich glaube auch, dass hier niemand das lernen kann. Nein. Hätte mich auch gewundert. Ja, halt die Fresse, ist mir scheißegal, ich will nicht kicken oder punchen oder stuff oder fucken oder tappen. Item! Raspberry! Was mir das tut. Item! TM5! Brüller, das ist unnötig! Naja, aber ich glaube, wir schaffen es noch in die nächste Stadt. Und zwar... Cerulean City! Und ich würde sagen, im nächsten Part erkunden wir diese Stadt und schauen, was uns in dieser Stadt noch erwarten kann. Bis dahin, auf Wiedersehen!